heiß, heißer, glutrote Gezeiten. So heißt es hier in Donkey Kong Country Returns. Willkommen zurück. Und das war ein scheiß Timing. Ja, ich hätte es besser machen können beim letzten Mal. Bin hier elendig krepiert. Wird jetzt auch noch zwei, dreimal passieren. Oh Gott, das ist aber auch all hier, ne? Ist schon, hier ist schon was los. So. Und warum hätte ich da diese Bananen holen sollen? Verstehe ich nicht so ganz. Puzzleteil hatte ich auf jeden Fall. Hier kommen diese Dinger raus. Ja, auch schön. Die immer noch mal so einen Richtungswechsel machen. Das ist die Gemeinheit an den Dingern. Oh, 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 shit. Meine Güte, ist doch mal gut jetzt hier. Die gehen immer so ein bisschen runter, ne? Ha, springst du mal. Das da hatte ich irgendwie auch schon. Oh, diesmal hole ich mir das Puzzleteil. Ah, hatte ich das schon? Ich glaube auch. Das hatte ich schon. Ah. Wo ich den Fehler gemacht habe, war dann... Oh, hallo. Das werden wir gleich sehen. Bei dem hier. Und da werde ich diesmal von hier aus schon pusten. Ja. Oh. Ich habe das Gefühl, ich bin gut im Tempo drin hier. Ach, guck, muss der jetzt da rumeiern? Hau ab. Oh, oh. Ich glaube, die kommen schnell. Oder? Naja. Ah, shit. 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 Oh. Ja, gut. Lassen wir das mal mit dem Puzzleteil. Oh. Einfach nur hoch. Oh, oh, oh. Schnell drücken. Nein, nicht schnell drücken. Der Buchstabe. Die haben wieder meine Panik ausgenutzt. Ah. Ah, verdammt. Nein, er wäre es gewesen. Aber gut, ich muss ja eh nochmal rein wegen der Puzzleteile. Aber gut, zumindest habe ich das Ende geschafft. Ja, und jetzt kann ich mich eine ganze Folge lang mit dem Boss rumplagen. Der da heißt Großer Tiki macht Terror. Also der Bosskampf heißt so. Und Großer Tiki ist ja eigentlich das, was man schon am Anfang des Spiels gesehen hat. Also wird das jetzt hier... Ne? Und so. Ihr wisst. Final Fight. Oh, shit. Das ist doch 100 Pro wieder ein Boss, an den ich mich nicht erinnern kann. Diddy! Was? Kein Diddy? Was zur Hölle geht hier ab? Oder muss ich fliegen? Oh Gott. Weil da waren gerade so Bananen. Okay, das ist schon mal Diddy. Oh. Ach, so fliegen. Na, das mache ich ja noch ganz gerne, aber ich fürchte, jetzt geht's. Ja, geht's wieder so senkrecht. Oh Gott. Ah. Ach so, ich hätte beschleunigen müssen. Ich habe ein paar Leben. Da kann man ja mal machen, ne? Oh Mann. Oh. Oder? Ja, doch, so komme ich nach vorne. Genau. Oh, oh. Aber die ganze Zeit nur vorne sein ist auch nicht gut. Ah. Oh, shit. Mann, ich wusste nicht, dass er auch von links kommt. Ich dachte... Ah. Oh, ich hasse sowas, ey. Alles zum Auswendiglernen, verdammt. Boah, zweimal Tempo machen, dann wieder langsamer. Oh Gott. Oh. Mehr so mitgehen hier. Oh, ein Luftballon. Wehe, der lockt mich. Wehe, der lockt mich in eine Falle. Der. Was? Wie soll ich denn das an? Der kommt von unten. Ich hatte die Augen oben. Oh. Was für eine Scheiße, ey. Ihr seid so eine Rotzlöffel hier, ey. Okay, ich bleibe auf jeden Fall auf der Seite. Gibt's hier... Ach, der ist da unten zu sehen, Mann. Hey, 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 hey.
Oh Gott. Ach, ich kann ja auch nach vorne, genau. Oh Gott. Also ich muss mich so ein bisschen oben halten. Ah, so ein bisschen dazwischen halten. Steuern die auch in meine Richtung? Ist ja obermies, ey. Und da musst du immer die Lücke finden. Oh Gott. Aber irgendwie auch cool, aber trotzdem. Jetzt mal für den Moment. Fand ich's fies. Oh, ein bisschen träge ist es auch, wie man vielleicht sieht. Oh. Oh, okay. War nicht so super lang. Die Sequenz habe ich zumindest hinter mir. Puff. Da geht einem doch glatt der Treibstoff aus. Oh, war es das schon? Nein. Jetzt wird erst richtig drum gekämpft, würde ich sagen. Eieiei, die ganze Bande. Und der Obermacker. Was? Achso, ich dachte, sie bewerfen mich. Gut, der Schatz ist im Oberboss drin. Neu, jetzt auch mit Händen. Oh, toll. Er macht einen Shuffle. Ich muss erstmal lernen, was er kann. Er kann stampfen. Ah, toll. Er kann rechts, links mal. Oh. Was macht man denn da am besten? Unten bleiben? Oh! Ah. Okay, er kann verschiedene Sachen, ne? Dann muss man ja wieder lernen. Oh! Alter, das ging schnell. Aber ich kann mich tatsächlich, glaube ich, an ihn erinnern. Wir kürzen das mal ab. Jetzt bin ich immer alleine. Das ist doch ein Scheiß. Ja, tatsächlich. Oh! Da muss man aber schnell sein, ey. Oh! Puh. Ich habe nur aufs Kommando gewartet. Au. Na. Nee, das schafft man nicht. Man muss schnell sein, man muss schnell sein. Und ständig in Bewegung bleiben. Okay, nächste Phase schon. Nee, das schaffe ich nicht. Oh, wäre natürlich gut, wenn man da von der Seite rankäme, aber... Nein. Oh! Oh, eine Hand ist weg. Ja, sehr cool. Jetzt kann ich mich doch wieder nicht erinnern. Das ist schon sehr stylisch. Präsentiert er mir ein Herz, was ich aber gerade nicht brauche. Ah, scheiße, zu spät. Okay, der kann noch eine ganze Menge mit einer Hand. Mann! Was? Doch nicht? Hat mich verarscht? Ja, dafür kriegst du es. Okay, zweite Hand weg. Was kann er jetzt? Oh, oh, oh. Naja, du kommst hier runter geschafft. Oh! Was für eine Bodenwelle. Beeindruckend. Feuer? Alles klar. Was? Wie? Oh Gott. Was? Ich habe mich heute das Herz einsammeln. Och, nö. Och. Freunde, ey. Okay. Ah, ah. Was kommt der denn da so fies runter? Was für eine Gemeinheit. Oh! Oh Gott. Scheiße. Scheiße, ich habe die Bodenwelle vergessen.
Ich dachte, ich bin nah an ihm dran. Ah. Oh nein, mal ganz alleine hier, aber gut. Ah, falsche Richtung. Gib mir das Herz, gib mir das Herz. Nein. Ah, okay. Oh Mann. Oh oh. Oh, ich hab reagiert, Mann. Aber zu spät. Das schafft man einfach nicht. Ah, hey! Oh. Nee, das schaffst du nicht. Ups. Hey, das schaffe ich selbst, wenn ich in der Nähe bin, schaffe ich das nicht. Alter, ist. Dafür reicht meine Reaktion. Fähigkeit nicht aus. Oh Mann, oh Mann, oh Mann. Ich Idiot! Statt unten zu bleiben. Nein! Okay, das kann echt ein bisschen dauern. Das ist das Einfachste. Ey, ich schaff's nicht! Ey! Mein Herz! Was? Ach Mann. Ach. So ein Elend. Oh. Nein. Oh. Okay, das hat noch gereicht. Oh, aber ist das knapp? Ist das sauknapp? Ich kann's nicht. Ich weiß, was kommt, aber ich kann nicht reagieren. Sorry, aber da, das konnte ich nicht holen. Oh. Nee, das funktioniert auch nicht. Das war da, wo er mich verarscht. Okay. Mann, ich brauche ein Herz. Sowas konnte er jetzt schon wieder vergessen. Er stampft und dann kam die Bodenwelle. Das war das Problem. Na, ah, damn. Wie schnell soll ich denn da wieder sein? Nein, falsch gesprungen. Ach Mann. Das kann doch nicht wahr sein. Ach komm! Muss doch nicht so losgehen! Phasen sind viel zu kurz, sich da noch ein Herz abzuholen, das geht einfach nicht. Oh! Diesmal fangen wir mit der rechten Hand an. Okay, cool. Das ist Verarsche, das kann ich nicht schaffen. Oh. Uiuiuiui. Stampf mal wieder. Klatsch mich mal wieder. Los. Ah, das war wieder die Verarsche. Okay. Okay, jetzt die Bodenwelle. Ah, das ist alles so knapp.
Jetzt kommt er angeflogen. Nee, jetzt kommt die Feuergeschichte. Okay. Was hat mich denn da getroffen? Ist hier auch wieder eine Bodenwelle? Eine Feuerbodenwelle oder was? Ich habe keine Ahnung. Das ist... Oh, das ist besonders mies, der Move, dass er hier kurz runterkommt. Was? Muss denn sowas jetzt noch sein? Ach, Mann! Okay. Okay, okay, okay. Oh, Mann, der hat nicht gerollt! Ach, Mann, ey! Was für ein Scheiß los? Jetzt stampf da runter! Oh. Oh nein. Warum brennt dieses Herz? Ist das ein Fake? Muss das erst aufhören zu brennen? Oh. Nee, okay, hat er nicht geschafft. Oder habe ich nicht geschafft, sagen wir mal so. Okay, ich warte jetzt drauf, dass... Ah! Und manche kommen auch noch schneller runter. Alter, das ist ja übel. Nein! Oh nein! Oh was, ey! Dann hört dieses Herz auf zu brennen und dann ist es weg. Was? Bin ich bescheuert? Verarscht der einen hier nur oder was? Ich war so weit, ich war so weit. Ah. Ah, ich war bereit, ey. Es ist so scheiße knapp. Oh. Mein Herz. Na, aber nicht das. Das kriege ich ja sowieso nicht. Ah! Ey, es geht nicht. Das ist so pervers schnell. Da kann ich mich aber auch dran erinnern, dass es damals schon so furchtbar war. Also diese Nummer mit dem Klatschen hätte nicht sein müssen. Oder muss man das anders machen? Musste man das anders machen? Ja, jetzt ein Herz, wo ich es noch gar nicht brauche. Du Vogel, ey. Ah! Ah! Machen wir es mal zukünftig so. Weil in der Mitte zu überleben ist wohl nicht so der Hit. Boah, fast nicht rechtzeitig geduckt. Ich weiß nicht, ob das getrickst ist oder ob das so sein darf. Aber ich zieh's jetzt natürlich durch, weil der ist ja wohl schwer genug. Also, dass ich die Mitte nicht so richtig packe, habt ihr gesehen. Oh, 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 der war knapp. Der war scheiße knapp. Oh. Verdammt. Wobei bei mit einer... Oh Gott. Mit einer Hand geht's ja jetzt fast schon wieder... Na komm her. Naja, das war die Verarsche. Oh. Ich brauche ein Herz. Okay, jetzt wieder Fokus, Fokus, Fokus. Man muss in der Nähe sein, sonst schafft man ihn da nicht. Kommt jetzt Feuer? Nein. Oh. Oh. Nein! Was? Ey, ich war so nah dran. Den hätte er mir geben müssen. Sorry. So, jetzt die Sache mit dem Herz. Ey, wann hört es mal auf zu brennen? Hör auf zu brennen. So. Die Phase ist sogar ganz fair, wenn man sich richtig reinrollt bei den Viechern. Oh, das geht nicht. Wie schnell soll ich da sein? Ich muss direkt neben ihm sein, wenn er diesen Stampfer macht. Ich muss eigentlich direkt draufspringen, wenn er den Stampfer macht, so wie es mir aussieht. Oh. Ach, Mann. Scheiß Arschgeige, ey. So, jetzt das Herz. Nein! Okay, ich habe gleichzeitig das Herz gesammelt. Oh. Und verloren. Und wieder verloren. Wenigstens bin ich nicht krepiert. Nein, nein, ich habe es auf Risiko gemacht. Mann!
Man muss eigentlich hochspringen, wenn er runterkommt, weil man es danach schon nicht mehr schafft. Ach, ist das ein Elend hier, Mann. Du Arschgeige, du, ey. Lass mich in Ruhe. Oh. Das war ein glücklicher Zufall, ehrlich gesagt. Hätte ich schon längst so machen sollen, ne? Ja, komm, komm, klatsch mich. Dann hast du gleich eine Hand weniger. Oh. So, komm, das wird doch wohl jetzt klappen. Ich bin auf kein Herz angewiesen, erstmal. Also am Anfang darf man sich's noch leisten, zweimal zu hüpfen. Danach geht's einfach nicht mehr. Ich könnte es natürlich jetzt schon mal üben, aber... Naja. Boah. So, jetzt gönnt das mir auch noch und beim letzten Mal geht's nicht mehr. Da muss ich es voll auf Risiko machen. Oh, dass er immer diesen einen Abtaucher macht dann. Nein, okay, das war's noch nicht. Oh. So, jetzt komm, mach. Ah. Oh Gott, ich dachte, ich verbrenne mich. Jetzt hör auf mit diesem Feuer. Oh. Scheiße, scheiße. Komm, stampf. Los. Oh. Oh. To the moon! So viel Schwerkraft würde ich da gar nicht erwarten, ehrlich gesagt. Also entweder es ist doch nicht der Mond oder das ist... wissenschaftlich vielleicht nicht ganz so akkurat. Denn man sollte ja auch wissen, wie wichtig der Mond für uns ist. So, alle wieder enthypnotisiert. Sehr schön. Aha, Bildergalerie und Musikgalerie aktualisiert. Kann ich ja vielleicht gleich mal reingucken. Aber erstmal kommt ein schöner Abspann. Der bestimmt auch nochmal lustig ist an der einen oder anderen Stelle. Ja, perfekte Folgenlänge. Bisschen an dem Boss abgeplagt. Daran hattet ihr hoffentlich euren Spaß. Jetzt noch ein bisschen Abspann und dann haben wir die Folge rum. Genau. Aber dann kommt ja das... Na, gar nicht mal das Schlimmste. Jetzt ist man erstmal total erleichtert, dass man es rum hat. Aber aufarbeiten, ne? Alles finden und so. Huiuiui. Ich habe das schon mal vor Jahren gemacht. Als ich es das erste Mal gespielt habe. Oder das zweite Mal, ich weiß es nicht mehr. Oder mich später damit befasst habe. Und es ist natürlich alles zu schaffen. Man muss die Levels kennen. Und irgendwann lacht man sogar drüber, wenn man alles in- und auswendig kennt. Aber das ist ja der Vorteil daran, dass es bei mir nur... also nicht blind ist, aber auch nicht blind. So. Also halbblind, ne? Ich kenne es, aber natürlich kann ich mich an wenig erinnern. Ich hoffe, das hat man auch gemerkt. Also ich gehe davon aus, dass man es gemerkt hat. Spätestens in den späteren Levels, wo ich dann auch nicht mehr so viel gefunden habe. Ja. Deswegen, da habe ich was vor mir und dann werde ich schön Squawks einkaufen und dann werde ich schön Leben opfern, weil ich es wieder und wieder und wieder probiere, alles zu finden und so. Ja, und dann lasst euch mal überraschen, nehme ich jetzt schon mal vorneweg als Spoiler,
Nee, eigentlich als Teaser, nicht als Spoiler. Die Worte darf man nicht verwechseln, die beiden. Als Teaser, lasst euch überraschen, wo das stattfinden wird. Wird vielleicht keine reguläre Folge werden. Denn da müsste ich so viel zusammenschneiden und gucken, wie ich es präsentiere und so. Da gibt es ein besseres Format, wie man das machen kann. Und das schwebt mir gerade vor. Das heißt, da sehen wir uns auf jeden Fall nochmal wahrscheinlich in etlichen Folgen wieder, bis ich das alles gesammelt habe. Ja, und wenn man dann alles hat, da geht es mehr um die... dachte gerade, die Melodie bekam mir bekannt vor. Wenn man dann alles hat, es geht ja auch darum, die Tempel freizuschalten, dann kann man alle 8 Tempel spielen. Und wenn man alle 8 Tempel gespielt hat, dann kommt noch der goldene Bonustempel. Und der kann auch nochmal 17 Stunden in Anspruch nehmen. Zumindest so, wie ich mich entsinne. Also der ist ganz fies. Aber den spoilere ich jetzt wirklich nicht. Wird man ja dann sehen. Also zeigen möchte ich es alles. Und ich bin mir ziemlich sicher, also ich bin mir, sagen wir mal so, ich bin mir sehr sicher, dass ich alle Sachen sammeln werde. Also alle Puzzleteile, alle Kong-Buchstaben, überall. Ich bin mir ziemlich sicher, dass ich nach einer entsprechenden Zeit auch alle Tempel schaffen werde. Und ich bin mir nicht mehr so sicher, ob ich in meinem Leben nochmal diesen goldenen Tempel schaffe. Weil als ich den damals mal geschafft habe, dachte ich, das machst du einmal in deinem Leben. Aber da habe ich halt noch nicht YouTube gemacht. Und jetzt möchte man es nochmal für YouTube machen und für sich selber als Urkunde sozusagen im Videoformat verewigen. Und da könnt ihr mir jetzt schon mal die Daumen drücken, dass das vielleicht klappt. Das wäre cool. Ja, hier 100% bei Donkey Kong oder wie es manche nennen, 200%. Ich weiß nicht, ob das Spiel dahin zählt. Ist schon schwer. Aber wenn wir jetzt nochmal kurz zu einem Fazit kommen. Super Spiel, ne? Also wahnsinnig tolle Ideen. Super. Wie bitte? Super Level Design. Präzise Steuerung. Und noch ein extra Abspann. Ja, wahrscheinlich wegen der Tempel, die ich noch nicht gemacht habe. Ups. Okay. Genau, der goldene Tempel wurde enthüllt, aber er ist noch lange nicht betretbar. Also muss ich da nicht hingehen. Aber wo zeigt denn der sich auf der Karte? Gar nicht. Okay, warte mal. Wenn ich jetzt hier reingehe, in den ersten Spielstand, wo schmeißt er mich dann raus? Kann man da irgendwo was erkennen? Also sagen wir mal so, ich werde kein... Ah, da oben ist er. So, siehst du? Und hier geht man so im Kreis rum, kennt man ja. Okay, ich meine, ich kann ja mal hingehen. Nein, das waren Levels. Moment. Nee. Moment. Zurück. Hä, wo war denn der gerade? Vulkan. Hier war er. Okay, Entschuldigung, ich war beim Vulkan hier. Ach, da unten ist er ja, genau. Ich guck mal rein, aber... Das ging doch noch nicht, oder? Was ist denn jetzt los? Ich glaube, da war irgendeine Tür, die nicht aufging. Da links ist schon Ausgang. Es steht schon Ausgang. Da kann man schon freiwillig wieder abhauen. Na, ich gucke ihn mir mal an. Wir gucken ihn uns mal an. Ne? Du musst 8 seltene Kugeln finden, um von den Geheimnissen des Goldenen Tempels kosten zu können. Kosten ist ein gutes Stichwort, weil könnte was mit Früchten zu tun haben. Ja, da geht's noch lange nicht rein. Das heißt, ich genieße hier noch ein bisschen die Aussicht. Bis zum nächsten Mal, wo wir uns wiedersehen und ich erstmal eine Menge aufzuarbeiten habe. Ja, und ansonsten, ich bin sehr happy, ist ein schönes Projekt, ist ein Herzensprojekt von mir. Ich habe es jetzt abgeschlossen, tatsächlich bevor die erste Folge oben war. Also hoffe ich, dass es auch ein paar Leute geguckt haben. Ansonsten ist auch egal, wie gesagt, Herzensprojekt macht man dann irgendwie auch für sich. Aber wäre schön, wenn ihr dabei gewesen seid und wenn ich vielleicht sogar... den einen oder anderen Kommentar bekommen habe oder Like. Ich lasse mich mal überraschen. Ich mache trotzdem auf jeden Fall auch noch die Aufarbeitung und alles. Steht alles schon fest, da
Da kann die Welt noch so ignorant sein, da funkt mir keiner rein. Das mache ich auf jeden Fall. Ja, da brauche ich nochmal Nerven. Aber werden wir dann ja sehen. Ja, ich habe ja gesagt, perfekte Folgenlänge, perfektes Spiel, perfektes Franchise. Alles perfekt, außer ich vielleicht. Aber ja, hat Spaß gemacht und euch hoffentlich auch. Danke fürs Einschalten und wir sehen uns wieder bei Donkey Kong Country Returns. Oh, was juckt ihm denn da in den Fingern? Ja, der will auch noch mal ein bisschen spielen. Gut, dann lasse ich ihn spielen und bin hier für heute raus. Macht's gut, Freunde. Tschüss. Er will doch nicht spielen. Bye, bye.